Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2 Crystal Souls. Wir hatten jetzt zuletzt die Ebene 2 sauber gemacht. Da konnte man jetzt auf mehreren Wegen nach unten. Einmal hier, dann einmal da und dort. Und hier haben wir aber noch den Schalter. Gut, der bringt mir jetzt hier nichts. Okay. Dann müssen wir aber erstmal wieder zurück, um zu rasten, denn die Mana ist mal wieder am Ende. Gehen wir hier hoch. Ratsch, ratsch, ratsch. Gut. Auf. Na, es ist wahrscheinlich wieder ein neuer Titan. Einen Trank. Zup. Pantitan. Gut. Und wieder zurücklatschen. Ups. Shambler. Wunderbar, alle abbekommen. Na, ich bin aber auch hier gerade ungeschickt. Der macht am besten gar nichts, wenn er gleich noch heilen kann. Es war jetzt etwas knapp. Etwas zu knapp. Stufenaufstieg. Na, er hätte wieder schießen können. Ich bin ein bisschen halb am Schlafen, habe ich das Gefühl. Naja, wurscht. Das reicht. So, einmal Waffen. Mit dem und dem. Und dann geht es wieder zurück. Dann in die nächste Ebene. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder irgendwen umhacken müssen. Nee. Na, wir können ja mal hier runter gehen. Freed. Dann würde ich sagen, lassen wir die mal kommen. Hm.
Ist ja ein bisschen blöd, dass hier so wenig Platz ist. Aber das sollte schon irgendwie klappen. Komm her. So ist gut. Oh, wobei, die hat natürlich jetzt schon ordentlich Schaden kassiert da hinten. Die können sich besser da hinstellen. So. Und machen wir einfach mal einen Blitz. Oder noch besser, hinten reinkasten. Müssen wir da später weniger machen. Tio. Jetzt müssten die natürlich auch weg. Wobei, Quatsch. Machen wir einfach hinten weiter rein. Geht schon. Die halten alle nicht besonders viel aus. Dann können wir den einfach kaputt schlagen, wenn wir hier ein bisschen auf die anderen warten. Einmal heilen. Einmal. War nichts. Tja, jetzt dürfte mal einer von den hinten nachkommen. Das versperrt da so einen Dämon den Weg. Ist egal, wichen trotzdem alle und dann sterben die Efreten halt dadurch. Lightning. Quatsch. Sauber. Gehen hier mal ein bisschen nach vorne. So. Fire Lizard Kick. Naja, gut, aber hat mir jetzt nicht viel gebracht. Hall of the Orb. Ich nehme an, dass man nicht auf diese Felder drauf treten darf. Oder nicht auf diese Felder, man weiß es nicht.
nicht auf die Holzdinger drauf. Die Holzdinger sind aber im Vergleich zu denen auf jeden Fall harmlos. Irgendwo müssen wir ja hier durch. Die sind ja ansonsten alle abgegrenzt. Und dann haben wir natürlich noch die und Runenfelder. Das scheint mir doch etwas schwieriger zu sein hier. Na, ist es vermutlich besser, mal erstmal was anderes zu machen und dann nochmal zu rasten. Denn im Moment habe ich noch die Hälfte der Mana. Oha. Nehmen wir mal einen der anderen Wege. Die Waldfee. Und wenn wir da runter gehen. Da ist genauso viel. Dann hatten wir aber noch einen Abstieg. Hier. Und da ist auch noch einer. Hall of Fire Testing. Ja, und wenn wir jetzt da drauf treten, dann verbrennen wir. War jetzt nicht so überraschend. Gehen wir wieder hoch. Dann gehen wir hier runter. Also Untote. Und Runen stehen da noch. Und da sind noch Giants. Stelle ich den mal dahin. Frenzy, schön. Ah, Mist, der hätte die Fähigkeit benutzen müssen. Arsch. Die haben mich gut umzingelt.
den linken auch noch. Was? Der hat mich hochgekickt? Das ist ja ein Unsinn. Okay. Dann das gleiche nochmal. Hat natürlich jetzt zusätzliche Mana gekostet, weil ich die schon gut mit dem AOE bearbeitet hatte. Den Battle Rage hatte ich leider auch verloren. Naja. Na, müssen wir eh rasten. 200 Schaden. Feuer. Die blitzelt mal mit dem normalen Blitz. Undead processing. Proceed only with proper protection. Okay. Scheinen Runen zu sein, die die normalerweise raushalten sollen. Das hat aber nicht so ganz gut funktioniert. Drin halten sollen. Da ist nichts. Okay. Gehen wir hier mal weiter.
Quatsch. Okay. Nix. Ruby Skeleton. Ah, die können aber auch nix. Pusten zwar so ein bisschen. Fähigkeit vergessen. Quatsch. Das ging die Hälfte des Schadens in mir. So. Schön, und dann kommen wir wieder zurück. Banshees, okay. Nicht trifft, sind natürlich noch besonders unangenehm. Terrified. Aua, er hat gesessen. So, keine Mana mehr. Immer noch im 4. Moving slowly. Der darf wieder. Gar keine Mana mehr. Ups. Das hier sieht auf der Karte ein bisschen seltsam aus, aber scheint nicht zu sein. Ja, da kommen wir auch nicht durch. Und fraglich ist jetzt auch noch, was hier in diesem Ding ist. Den Schalter sehe ich dafür auch nicht.
Schalter kann man ja hier kaum übersehen, die da so braun auf den grauen Wänden hängen. Ich guck nochmal. Ist nichts mit Schaltern. Dann muss ich auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Flip. Und nochmal eine Runde rasten gehen. Wieder irgendein Ungeziefer. Den vor. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Das war keine Giants. Zing. Und eben wieder und wieder zurück. Jetzt haben wir hier Gemüse. Blitzi. Naja, wir sind jetzt alle im Matsch.
Fertig. Muss man außen rumlaufen. Da hat sich ein neuer Blade Master eingeschlichen. Geld habe ich mittlerweile 8000. Na gut, noch mal so Sachen noch zum Verkaufen. Da ist die Dame aber etwas gesprungen. So. Oha, was haben wir hier? Lich, Vampire, Vampire. Ruby, die können aber nicht viel. Bisschen seltsam, dass die jetzt den ersten Zug hatten. Damit ich ja keinen Cleave Damage abbekomme. Machen wir erstmal die Ruby. Oh, der hält aber mehr aus als gewöhnlich. Oder meiner macht einfach wenig Schaden an dem. Machen wir mal einen Buff drauf. Noch einen Buff drauf. Aber ich fürchte, nach dem Kampf darf ich wieder rasten. Ja, muss ich. Wenn ich mit anderen voll reingehen will, muss ich auf jeden Fall rasten. Ja, die sind schon nicht ohne. Nehmen wir uns den Vampire vor. Und hier weiter Ruby Skeleton. Hallo. Feuer. Das ist ganz gut. Pusten wir hier mit rein. Ein Vampir treffe ich leider nicht. Kann jetzt zwar nur einmal, aber ist trotzdem besser, denke ich. Ne, kann trotzdem wieder zweimal, weil sie gehastet hat. Sehr gut. Oh oh. Der ist jetzt auch als nächstes dran und wird sie exekutieren. 400. Und ja, mit dem zweiten Schlag wäre sie dann auf jeden Fall im Arsch gewesen. Ja gut, das ist aber komplett glücksabhängig. Da kann ich wenig gegen tun. Ich lasse den weiter da stehen. Diesmal habe ich einen Zug gut. Und Battle Frenzy an, sehr schön. Der ist gestunt, das ist nicht schön. Die wollen irgendwie nichts. Ah ne, ich bin als erstes. Die sind irgendwie schneller dran dieses Mal. Das ist irgendwie etwas uncool. Muss ich da stehen lassen? Ne, die anderen wollen nichts tun. Sehr seltsam.
Kriegen wir das rechte Skelett nicht mit? Doch, sind alle mit bei. Nullity, die können jetzt alle nicht mehr zaubern. Was natürlich dann für das Heilen nicht ganz so günstig ist. Hält aber auch nur eine Runde. Ja, sollten wir den zuerst töten, der kann mehr. Ja, kann ich zaubern. Kann ich zaubern. Können wir mal ballern, aber... Glück gehabt. Okay, Nullity ist weg. Der hat's noch. Okay, dann werde ich jetzt wohl Tote haben. Wenn ich nicht ganz viel Glück habe. Oh, nochmal. Das ist ganz viel Glück, das kommt mir gerade etwas entgegen. Okay. Das war auf jeden Fall ganz viel Glück. Da muss ich eh wieder zum Rasten laufen. Von daher kann ich jetzt auch alles drauf pusten. So. Blessed Armor Band. Ist schon nicht verkehrt. Die sind alle ziemlich gut, die ich angelegt habe. Der hat halt den To-Hit-Malus. Aber dafür auch Fatigue Recovery weniger. Ich werde den ja mal austauschen. Wir beide. Jo. Okay, dann geht's wieder zurück. Ach, die Schädelhaufen kann ich noch untersuchen. Ja, mit denen kann man. Ne, kann man nicht.
Ich dachte, die wären dafür gewesen, um auch bei Gegnern Buffs runterzunehmen, aber dem war nun wohl nicht so. Dann muss ich jetzt wieder zurücklatschen. Und dann kommt zuletzt noch dieser Raum, um den Orb zu bekommen. Sehr schön, niemand da, der uns stoppen will. Perfekt. Schwing und... Machen wir jetzt wieder Mana sparend. Shit. Neben geklickt. Da und hier runter. Flap. 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 Hier wieder hoch. Da ging's nicht durch. Habe ich noch Erfahrung für bekommen? Strange. Da müsste man dann auch noch mal hin. So, aber das Stück mache ich dann beim nächsten Mal. Bis dann!